Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich habe jetzt ein kleines Problem und zwar wollte ich Eve gerade leveln, aber die hat eine Quest für uns. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Questanfrage sozusagen aufnehmen und dann werde ich einen kleinen Cut machen und dann seht ihr wie gewohnt den Rest der Quest direkt hinterher. Jetzt müssen wir allerdings mal kurz Eve finden. Die ist nämlich schon wieder abgehauen. Die stand nämlich bis gerade noch hier und jetzt versteckt. Nee, hier ist sie. Eve. Ja? Oh. Oh, Pflanzen. Was ist los? Aufgabe. Pflanzen. Ja, ich erinnere mich, dass du Wally mit den Pflanzen im geheimen Garten geholfen hast. Warum bist du besorgt? Ist etwas mit den Pflanzen passiert? Eve, hast du etwas mit den Pflanzen gemacht? Pflanzen, Erde? Keine Panik, ich werde dir helfen, was auch immer passiert. Los geht's. Ja, damit haben wir die Aufgabe Leser und Kunsthandwerk gestartet. Wir sollen mit Eve in den geheimen Garten gehen. Ich mache hier einen kleinen Cut und wir sehen uns aber direkt im Anschluss wieder. Ich kann ja gar keinen Cut machen, ist mir gerade aufgefallen, weil ich Eve ja erst ansprechen muss, damit ich sie leveln kann. Das heißt, wir müssen noch mal kurz mit in den Garten gehen. Ich denke, so von der Richtung her, dass sie schon mal los. Oh, ach du Schande, Eve, was hast du denn hier gemacht? Holla, die Waldfee. okay, Moment. Wir müssen erstmal kurz Feuerlöscher spielen. Feuerwehr spielen. Eve, was hast du gemacht? Bleib stehen. Sitzplatz bei Fuß. Pflanzen. Wie ist das passiert? Hast du deine Laserkanone gegen die Pflanzen eingesetzt? Warum? Aufgabe. Pflanzen. So kannst du Pflanzen kein Sonnenlicht geben. Ich bin sicher, dass wir das in Ordnung bringen können. Puh. Ich glaube, wir können den Ort noch schöner machen. Oh. Ich weiß, wen ich zu Hilfe bitten kann. Du holst ein paar neue Pflanzen und ich gehe zu Mirabelle. So, jetzt werde ich das mal eben schnell machen, was ich vorher die ganze Zeit machen müsste, nämlich die Fragen zum Abhängen. Und jetzt machen wir einen kleinen Cut und gehen dann direkt im Anschluss zu Mirabelle. So, Mirabelle ist irgendwo hier, habe ich gesehen. Also Dir einmal. einen angenehmen Merlin, Morgen. es tut mir leid, aber ich muss mal eben an deinen Eingang. Sie dahinter? Ach, da unten läuft sie rum. Jetzt ist sie nach unten geschlichen. Mirabelle, du sollst doch nicht vor mir weglaufen. Ich will doch nur die Quest mit dir beenden. Wie Also schön, dich zu weitermachen, wie auch sehen. immer. Hola, Gameplayerin. Die Erkundung der Insel der Ewigkeiten hat mir so viel Spaß gemacht. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Du hast Eve getroffen, richtig? Hab ich. Sie ist so süß mit Wally. Eve hat versehentlich ihre Pflanzen verbrannt. Puh, das ist nicht gut. Während sie also die Pflanzen austauscht, wollte ich etwas zu ihrem geheimen Garten hinzufügen. Etwas super Süßes, genau wie Eve und Wally. Dann hast du Glück, denn vor dem Vergessen hattest du ein solches Projekt. Du wolltest eine Leinwand aus Stein kreieren, auf der Eve mit ihren Laser Kunst erschaffen könnte. Und du hast mich um Hilfe gebeten. Ich habe alle Pläne, die wir zusammen gemacht haben, eingehalten. Kannst du dich an die Materialien erinnern? Lass mich überlegen. Wir wollten Quarz verwenden und dann etwas, das du Plastik nanntest. Oh, und noch uralte Edelsteine. Du musstest sie hier mit deiner Sanduhr suchen und hast Eve gebeten, sie zu verschmelzen. Sie zu schmelzen. Ich erinnere mich, dass sie in der Nähe vom Land der Uralten sein sollten. Okay, ich glaube, ich muss zuerst mit Eve darüber reden. Vielen Dank, Mirabelle. Jederzeit, Gameplayerin. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Und suchen mal Eve. Da kommt sie auch direkt schon angeflogen. Evelyn, bleib stehen.
Name? Aufgabe? Du wirst es nicht glauben, aber es gibt ein Projekt aus der Zeit vor dem Vergessen, das sich perfekt für den geheimen Garten eignen würde. Eine Leinwand aus Stein, auf der du mit deinen Leser etwas Schönes für dich und Wally machen kannst. Juhu! Ich brauche deine Hilfe, um die uralten Edelsteine zu schmelzen. Das ist der wichtigste Teil. Vorsicht mit dem Leser, genau. Aufgabe. Ich werde jetzt nach den uralten Edelsteinen suchen gehen. Das hört sich nicht gut an. Warte. Du kommst mal mit mir mit, bevor ich dich hier wieder suchen muss. Also, benutze deine Sanduhr, um die uralten Edelsteine rund um das Land der Uralten zu finden. Ich gehe mal davon aus, dass man die hier drin finden muss. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Sagen wir es mal so. Weil sonst haben wir nämlich wieder das Problem, dass die Quest so irrsinnig lange dauert. Und man im Endeffekt dann doch wieder nichts geschafft bekommt. Oh, das sieht gut aus. Nee, komm. Das sieht auch gut aus. Aber das waren zwei Teile, die wir nicht brauchten, oder? Sah wohl doch nicht ganz so gut aus. Moment, wir werden mal kurz die Wirbel hier noch wegmachen. Weil wir brauchen ja immer die Punkte, ne? Später werden wir noch ganz viele davon brauchen für die modernen... Das sah gerade so komisch aus mit dem Gelben. Für diese modernen Buntglasfragmente sind das gewesen. Okay. Für die modernen, ich weiß nicht mal, was ich jetzt sagen wollte. für die höheren Kocher und so weiter. Diese uralten Dinger, die wir hier machen können. Weil da brauchen wir natürlich auch entsprechend viel Sand für. Ich muss mal eben gucken, was brauchen wir da eigentlich noch für? Ach, die Sanduhr können wir auch nochmal verbessern. Nee, können wir nicht mehr verbessern. Da hatten wir die letzte Stufe. Okay, Umwandler. Das habe ich euch, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Es gibt mittlerweile einen Umwandler. Da könnt ihr die Sachen, die ihr bekommen habt, zerlegen. Ich will das jetzt natürlich nicht machen, weil man kriegt halt so wenig von dem ganzen Zeug. Aber theoretischerweise könntet ihr die Sachen nehmen. Ja, das ist jetzt alles so blöd. Kann ich da... Ich will da jetzt nicht draufklicken, weil ich jetzt nicht, ne? Aber ihr seht auf jeden Fall hier oben immer, was man da bekommt. Also wenn man das jetzt zum Beispiel zerlegen würde, wird man jetzt, oder alles hier drin, wird man für einen Teil so ein lilanes Ding bekommen und 200 Sand zurückbekommen, so wie es aussieht. Und das könnte man dann wieder benutzen, um Sachen zu bauen, glaube ich. Uralte Maschine. Wenn wir jetzt hier auf den Gärtner gehen, ja, hier können wir es jetzt nicht mitmachen. Ich kann auch nur die einfachen machen, weil... Achso, da bräuchte ich einen normalen für. Oh, den könnte ich aber... Oh, das ist gut. Weil den fortschrittlichen will ich ja eigentlich bauen. Es gibt anscheinend doch nicht mehr. Ich dachte mal, es gibt drei... Ah, nee, es sind ja drei Stufen. Einfacher und normaler. Normaler, uralter, fortgeschrittener... Fortgeschrittener. Die sind irgendwie alle so ein bisschen durcheinander. Ich weiß auch nicht, warum. Auf jeden Fall, den hier würde ich gerne machen, aber dafür bräuchte ich noch einen Magneten. Und halt den einfachen Sauger. Wobei, den haben wir ja schon stehen. Da brauchen wir auch wieder drei Magneten für. Na toll. Aber den haben wir ja schon stehen im Land. Das ist nicht so schlimm. Gut, dann gucken wir jetzt hier erstmal weiter, dass wir was finden. Hier oben ist doch meistens was. Oh, Moment. Hier hinten sehe ich noch einen Wirbel, den wir natürlich auch direkt gerne mitnehmen. Weil die gehen wenigstens schnell, die muss man ja nur anklicken. Wohingegen die Sache hier mit dem... Ich muss das mal ein bisschen freier machen. Das will ich nicht aufheben. Das ist Geld, das ist okay. Das ist auch okay. Damit man sich hier mal ein bisschen besser... Das nehme ich auf jeden Fall mit, damit man sich besser bewegen kann. So. Oh. Also sollte das jetzt zu lange dauern, bis wir überhaupt irgendetwas finden, werde ich das entsprechend so zusammenschneiden.
dass ihr jetzt hier nicht die ganze Zeit das Elend mitbekommen müsst, sag ich mal. Nein, ich wollte die Blume nicht haben. Och, geh weg, Eve, komm. Ich weiß, geh weg und komm, das ist wieder so eine tolle Sache. Jetzt habe ich wieder irgendwas eingesammelt. Was, ja, jetzt ist es natürlich aus. Mann, Eve, was musstest du dich da auch so in den Weg reinstellen? Kommt man doch gar nicht dran vorbei. So, Moment, Wally. Nee, Wally, das ist aber eine Quest von... Ja, ja, genau. Wally ist noch eine Quest von dem Event. Unten haben wir nichts, soweit ich weiß, wo wir nachgucken können. Hm. Die uralten Edelsteine rund um das Land. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das tatsächlich in diesen... Also was wir jetzt hier machen, dass man das damit findet. Oder... Das kann natürlich auch noch sein... Dass man hier generell suchen soll... Also nicht nur mit dem Sand suchen, sondern hier generell. Das kann natürlich auch sein. Das ist hinten, oder? Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, es ist halt blöd zu sagen. Es ist auch doof, wenn wir jetzt die ganze Zeit hier unterwegs sind. Deswegen, ich muss mal schauen, wie lange die Quest wird. Wahrscheinlich werde ich dann noch einen Teil davon rausschneiden. Von dieser Suche. Dass wir dann das Ergebnis oder die Ergebnisse sehen, wo ich es jetzt gefunden habe. Finde ein Zeitveränderungsgeschenk. Ist nicht das, was ich jetzt haben wollte, aber ist natürlich auch gut. Okay. Das Problem ist halt, ich weiß natürlich auch nicht, hier steht halt rund um das Land der Uralten. Das heißt, wir wissen natürlich nicht, wo wir es finden. Normalerweise würde ich jetzt sagen, wir gehen nochmal eben zurück. Und gucken da, wo Wally und so drin sind. Also nicht, wo die drin sind, wo die halt ihr Geheimversteck sozusagen haben, ihren Garten. Hm. Hier oben könnte ich mir noch vorstellen, dass da was drin sein könnte. Weil es halt in direkter Nähe ist. Ah, sieht mir nach hier aus. Ich habe einen Diamant hier draus bekommen. Was ist das denn? Okay, das scheint tatsächlich unten zu sein. Moment. Ach, uralte Edelstein. Ach so. Okay, ich wollte gerade sagen, ist das jetzt neu, dass ich die jetzt finden kann? Okay, einen haben wir oben gerade gefunden. Sehr, sehr geil. Wenn du mir jetzt noch sagst, dass wir hier noch einen zweiten finden. Nee, schade. Ist aber sehr schön, die Ecke dafür, dass sie das weggelasert hat. Okay, also in dem Bereich, ich denke mal, das ist mit dem... Wieso bleibt man hier immer hängen? Mit dem hier oben gekoppelt, ne? Ja, ja, hier kann man auch nichts mehr finden. Ja, das heißt, wir müssen aber vielleicht irgendwo in der Nähe was finden. Es wäre natürlich gut. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass wir das nicht mit dem Sand finden müssen. Ich hoffe, ich werde es auch finden. Ich bin da jetzt so ein bisschen gebrandmarkt jetzt. Wir wissen ja, wie lange ich gebraucht habe, bis ich diese eine... Das ist ja hinten, ne? Ja, ja. Bis ich diese eine Quest endlich machen konnte mit Eve. Wobei ich dazu sagen musste, hätte ich vorher... Ja, die Idee gehabt, auf den Discord dann doch nochmal zu gehen. Dann wäre das natürlich viel schneller gegangen. Ich habe mir nur gedacht, naja, Discord, da können sie mir auch nicht helfen. Habe natürlich nicht drüber nachgedacht, dass man da vielleicht ein... Ja, steht hier voll im Weg alles... Dass man da einen Kundenservice kontaktieren kann. Jetzt aber hier. Was ist denn das? Oh, oh. Ja. Ja. Wir haben's. Eve. Ich habe die uralten Edelsteine. Jetzt brauchen wir einen Ort, um sie zu schmelzen. Irgendwo, wo es sicher ist. Weit weg von allen. Aufgabe.
Du scheinst schon zu wissen, wohin du gehen musst. Ich bin direkt hinter dir. Okay, ich wäre jetzt in die Höhle da reingegangen. Ja gut, hier im Wasser wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht gewesen. Okay, sie scheint in die Höhle zu gehen. Ja. Ich bin gut, ne? Okay, sie ist nicht in der Höhle. Name? Eve. Aufgabe. Okay, jetzt zum Schmelzen. Ah, Feuer. Oh. So viel Feuer. Es ist fantastisch, genau. Brennen wir einfach alles nieder. Ein bisschen intensiv. Aber du hast genau das getan, worum ich dich gebeten habe. Danke, Eve. Ich kümmere mich um alles. Ich benutze besser meine Schaufel, wenn ich die Edelsteine nicht wieder verfestigen will. Achso, die hängen hier noch im Feuer drin. Okay. Ich dachte, wir müssen das jetzt nur... Benutze deine herrschaftlichen Geräte, um etwas zu entfernen. Das Feuer? Hä? Achso, die Krater. Okay, verstehe. Die Krater... Das waren nur zwei. Darf ich denn mit der Gießkanne das hier wegmachen? Ja, darf ich anscheinend. Das waren dann fünf. Okay. Ich habe jetzt gedacht, ich soll jetzt hier alles umgraben, damit das Feuer erstickt wird. Wo ist Eve denn jetzt schon wieder hin? Ja, die hält sich ja toll daran, dass wir hier zusammen abhängen. Wo ist sie denn schon wieder? Sprich mit Eve. Hallo. Oder ist die wieder da in ihren kleinen Kabüffchen? Nee, die steht da oben. Was macht die denn da oben? Ich kann gerade nicht, Wolli. Wir sind gerade was für dich am Vorbereiten. Da, sie ist abgehauen. Name? Aufgabe? Jetzt ist es an der Zeit, die Leinwand aus Stein zu basteln. Wuhu! Ich nehme mal an, eine Werkbank? Ja. Komm mit, Eve. Hau nicht ab. Hi, Jack. Oh, Gaston. So, Möbel, ne? Leinwand aus Stein. Plastikschrott brauchen wir, einen Quarz nur. Ach, geschmolzene uralte Edelsteine. Ach so, das war in den Flaschen. Verstehe. Okay. Bring die Leinwand zu Eve, die immer noch da steht und jetzt schon wieder weggeflogen ist. Eve, kommst du runter? Eve bei Fuß. Die ist immer noch hier, aber ich kann sie nicht ansprechen. Komm runter. Ah. Hier, bitteschön. Aufgabe. Wuhu, Aufgabe. Bist du sicher, dein eigenes Meisterwerk zu schaffen? Bist du bereit? Eve, lass uns zusammen in den geheimen Garten gehen. Oh. Lalala. So, das Problem ist nur, letztes Mal hat sie ja alles abgefackelt und mit so einem kleinen Stein, dann wird sie wahrscheinlich wieder alles abfackeln. Also ich weiß jetzt nicht so genau, wie das jetzt hier ablaufen soll. So, Eve, und nu? Hallo? Eve? Name? Wenn du soweit bist, kannst du die Leinwand aus Stein platzieren und sie mit deinen Laser verzieren, Eve. Juhu! Eve! Heißt das, du bist stolz auf deine eigene Arbeit? Eve! 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 Das zeigt dir, warum Laser vorsichtig eingesetzt werden sollten. Genau. Wie sich etwas Negatives in etwas Positives verwandeln kann. Oh! Ich schätze, du möchtest jetzt zu Wolli zurückkehren. Wolli. Man sieht sich. Aufgabe. Tschüss. Ja. Okay, ich guck mir das mal an. Wo ist denn... Wo ist es denn jetzt? Keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder sollen das die Steine hier unten im Wasser sein? Nee, oder? Ja, ich stehe gerade ein bisschen neben mir. Ich habe keine Ahnung. Also wir haben auf jeden Fall noch eine Eve-Aufgabe. Ich glaube, die von Level 5 müsste das sein.
Aber die werden wir dann natürlich nicht mehr in dieser Folge durchnehmen. War jetzt doch nicht ganz so lange, wie ich jetzt erwartet hatte. Beziehungsweise war jetzt, ja, im Prinzip schneller erledigt, als ich erwartet hatte, so rum. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen, auch wenn die Folge ein bisschen kürzer ist als sonst. Ein bisschen ist gut. Und werden dann in der nächsten Folge mit der nächsten Aufgabe von Eve weitermachen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.